Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 1 Remastered. Ja, wir sind noch hier in Atlantis. Wir haben den Turm erklommen einigermaßen. Und wir hören auch schon den nächsten Raum. Genau, wir haben im letzten Part Laras Klon besiegt. Beziehungsweise haben ihn getroffen, haben ihn dann in Lava fallen lassen und so. Und sind jetzt hier bei dieser schönen Passage. Da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, denn das Ganze ist getimed. So. Ja. It's gonna be fun. Vor allem weiß ich auch, was danach auf uns wartet. Und ich habe aber so semi-Bock. Not gonna lie. Hoffentlich war es jetzt nicht, hat das nicht schon alles zerstört. Dass ich jetzt gerade in die Wand da gesprungen bin. Ah, scheiß auf die Munition, ganz ehrlich. Sehr gut. Krasser Missbrauch, ist noch geil. Das könnt ihr nicht, ich habe... Du hast den Dreifachverbund zerstört, der unser Volk einträchtig geführt und beschützt hat. Du hast Zio Kahn und mich mit unserer eigenen Armee herausgefordert. Hast unsere Krieger von der Pyramide fortgelockt, damit du die Schöpfungskraft der Pyramide für deine stumpfe Zerstörungswut missbrauchen konntest. Stumpf? Seht euch doch an! Keiner von euch hat auch nur einen Funken Erfindungsgeist im Kopf. Verschwender! Lass es uns einfach tun. Theo Kahn! Du hast eine heilige Opferstätte aus purer Habsucht geschändet und als Brutfabrik missbraucht. Eine neue Generation zum Überleben geboren. Jetzt sind sie Hackfleisch. Und dich, Nadla, werden wir in Stasis versetzen. Deine Adern und Füße, dein Herz und dein krankes Hirn mit gefrorenem Blut bedecken. Schau deiner ewigen Unruhe in die Augen, Nadla. Ihr werdet auch keine Ruhe finden und euer verdammter Kontinent Atlantis. Sie auch. Zur feierlichen Wiedereröffnung nehme ich an. Die Evolution steckt in der Sackgasse. Kaum noch natürliche Auslese. Die Ausbreitung neuer, frischer Wesen wird neue Gebietskämpfe anregen, uns stärken und voranbringen, sogar neue Rassen erschaffen. Eine Art gedopter Evolution also. Ja, ein Tritt in den Hintern. Die albernen Wichte Qualopec und Teokan haben ja keine Ahnung. Der Untergang von Atlantis hat eine Rasse träger Schwächlinge getroffen und sie zu den Ursprüngen des Überlebens zurückgeworfen. Dies ist, was die Welt braucht. Nicht auf diese Art. Ausschlüpfen beginnt in 15 Sekunden. Zu spät für eine Abtreibung. Nicht ohne das Herz der Operation. Nein! Zehn. Ich will nicht. Ich bin gespannt, wie der aussieht, der Große. Aber gut, wir haben Atlantis abgeschlossen. Wünschte Zeit 46 Minuten und 20 Sekunden. Gefunden Geheimnisse 1 von 3. Fundstücke 37 von 51. Kills 23. Munition verbraucht 1620 von und Treffer 1302. 9 Medipacks benutzt. Das ist sehr viel. Zurückgelegte Strecke 3,31 Kilometer. Und jetzt kommen wir zum schlimmsten Kampf der Welt. Mal kurz speichern.
Willkommen, by the way, im neuen Level hier einmal. So, die große Pyramide. Dem letzten Level. Hallo, Rosa. Vielleicht möchte ich mal ganz kurz dich anschauen. Ja, doch. Doch, ist schon. Das ist schon. Ist auch nicht schöner geworden, mein Freund, leider. Naja. Naja, ich mache einfach gar keinen Schaden. Oh, ich bin runtergelaufen. Naja, das hat jetzt auch nicht gerade geholfen. Ups. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich sehe nichts, Lara. Lara, ich sehe nichts. Oh. Ja, okay. Ich werde weiter speichern. Gut, ich gespeichert habe. Wie sehe ich nicht an? Jetzt. Diese Bossleiste macht das Leben sehr viel einfacher. Ich hasse mein Leben. Die Bossleiste macht das Leben wirklich sehr einfach, sehr viel einfacher. Wissen, hey. Hängt er fest? Er hängt fest. Nein, er kann nicht. Okay, na meint. Chance. War ganz kurz, ich war ganz glücklich. Wir sehen an. Ich sehe noch an. Danke. Geh weg mit deiner Kackhand da. Mein Freund. So schon mal nicht. Oh mein Gott, ich hasse mich. Scheiß Plattform ist das größte Problem an diesem Kampf, ne? Oh mein Gott. Wenn man wenigstens ein bisschen mehr Platz zum Kämpfen hätte, wäre halt wirklich okay. Aber so ist es halt wirklich die absolute Hölle.
Sekunde. Mal kurz speichern. Okay. Hallo. Was machst du denn? Wir haben ihn fast. Okay, wir sind so gut wie durch. Ja, vielleicht nicht mehr rein. Okay, haben ihn. Wir haben ihn. Gute Nacht, mein Freund. Sowas wie Evolution auf Steroide. Besiege Natlas neue Brut. Huiuiui. Dieser Kampf auf jeden Fall deutlich anstrengender als sonst. Das liegt vielleicht daran, dass ich nur mit Pistolen spiele. Aber heilige Scheiße. Jetzt ist es ja witzig, dass auch hier so viel Munition rumliegt, als ob man so Zeit hätte, die währenddessen aufzusammeln. Ich meine, ich werde sie jetzt aufsammeln, aber ich meine, ich werde sie nicht gebrauchen, aber trotzdem nicht die Pickups mit, die ich sehe. Okay, ab geht's. Habe ich gespeichert? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich speichere nochmal. Sicher. Nee, hier würde ich eigentlich nicht. Kann man das verschieben? Das sieht so verschiebbar aus. Ja. Okay. Das hat irgendwie keine Auswirkung. Egal, ich verschiebe es trotzdem rein. Vielleicht denke ich mir später so, wow, geil. Zum Glück habe ich das gemacht. Keine Ahnung. Da muss es geschehen. Keine Kugel. Aber hier ist die. I'm so confused. Vielleicht soll man den von der anderen Seite hier rausschieben und dann kann man irgendwo hinklettern oder so. Kann man irgendwie hier hoch? No idea. But this is only Sinn.
nicht irgendwo hin. Ah ja, oh, guck mal an. Ein bisschen Ruhe, es ist auch schön. Das Ding war ganz schön laut. Was? Okay, wir haben eine Kiste verschoben. Die ist wahrscheinlich auf der anderen Seite jetzt wichtig, ne? Nein, ist sie nicht. Ein bisschen den Schalter. Das ist genau andersrum. Vielleicht müssen wir auch auf beiden Seiten auf den Schalter aktivieren. Das kann natürlich auch sein. Dann habe ich jetzt umsonst den wieder zurückgeschoben. Aber okay, das heißt, wir müssen das auf die andere Seite. Ist kein Schalter, das ist schön. So, und dann wieder zurück. Alter, ich wollte nicht so nah an dieser Fleischwand dran. Vielen Dank, Spiel. Die ist jetzt nicht so lecker und appetitlich, wie du vielleicht denkst. Also jetzt kann ich auf der anderen Seite wieder hochgehen. Und kann den Schalter aktivieren. Sehr schön. Okay. Hoa. Frechheit. Ah, wir haben unseren guten Freund da oben wieder. Ja, das überlebe ich nicht. Ich habe dieses Spiel realisiert, dass der Kollege runterkommt. Da kommt auch wieder einer runter. Thanks. Wir hören das Ding wieder. Wir hören den Sion wieder. Das wird ganz schön viel Schaden machen. Aua. Okay, wir sind da. Unser Ziel ist sehr eindeutig. Aber ich würde sagen, ich bin immer so frech und mache einfach genau hier einen Cut für diesen Part von
Tomb Raider 1 Remastered und dann werden wir im nächsten Part den Zion zerstören und hoffentlich Nadla aufhalten. Und bis dahin, sag ich ciao.